Hallo ihr Lieben, wir haben heute wieder ein neues Video für euch. Psst, macht mal alle die Rollläden runter, Vorhänge zu. Wir gucken uns jetzt gleich Dinge an, die es sich anfühlt, illegal anzugucken. Was? Na, illegale Dinge gucken wir uns an, die es sich anfühlt, illegal zu gucken. Wenn man sich diese Aufnahmen ansieht, fühlt man sich, als würde man etwas Illegales tun. Aber hier ist nichts illegal. Wir haben es halt auch noch nicht gesehen. Macht trotzdem eure Zimmertüren zu. Könnte es uns peinlich werden. Nee, ich habe keine Ahnung, was kommt. Wir sitzen jetzt alle im selben Boot und wir gucken uns das jetzt einfach mal zusammen an. Seid ihr bereit? An dieser Stelle könnte man sagen, abonniert unseren Kanal. Dann seid ihr wirklich im Vicky-Sarina-Boot. Dann seid ihr alle eingestiegen. Wir haben auch für jeden eine Rettungsweste. Dann freuen wir uns natürlich. Suri ist auch mit am Boot. Suri hasst Wasser. Sie kann auch nicht so gut schwimmen. Naja, Suri ist ja noch nicht mal 10. Die ist ja halt noch echt ein kleines Baby. Sind wir jetzt mal ehrlich. Suri ist schon eine alte Frau in Hundejahren. Hundejahre eigentlich mal 7? Ja. Das ist mir schon zu hoch. Suri, du bist echt schon alt. Älter als ich. Vollformat, Großbildschirm. Ich habe ein bisschen Angst. 3, 2, 1, los! Okay, er macht Milch in die Schale und erst danach die Cornflakes. Das ist schon mal falsch. Vicky macht es halt schon echt so. Ich mache das immer so. Ich mache, seit ich ein Kind bin, so. Meine Eltern haben mir das falsch gelernt. Und dann kommt jetzt eine Gabel rein. Ist das dein Ernst? What? Ziemlich illegal. Das ist so ein bisschen wie diese TikToks, wo Hacks gezeigt werden. Zum Beispiel so ein Hack, er schneidet eine Wasserflasche mit dem Messer auf. Das ganze Wasser läuft raus und dann sagt er, ich habe einen Hack. Nutzt den Schraubverschluss. Kenne ich nicht. Warst du schon mal auf TikTok? Ich sehe sowas dauernd. Oh, das kenne ich. Die macht hier Nasenhaarentfernung. Aber ich glaube, die Nasenhaare sind noch drin mit diesem Entfernungsding. Oh, oh. Jetzt ist der Fingernagel auch noch kleben geblieben. Nein, das war der Fingernagel. Sie hat einen Fingernagel jetzt in der Nase. Am Nasenhaar-Klebe-Entfernungsding. Ich glaube, sie muss zum Arzt. Oh, ich weiß, manche zünden sich die Ohren an, damit die Haare weggehen. Zu flambieren, so. Und dann sind Ohrenhaare weg. Ich weiß nicht mal, dass man Ohrenhaare hat, aber wenn man das hat, habe ich Haare an den Ohren. Nee, aber rundherum hast du sehr viele. Wer zündet sich nochmal die Ohren an? Das habe ich mal wo gesehen. Beim Friseur. Wo gehst du zum Friseur? Wirklich jetzt? Diese Packung ist schon riesengroß, aber dieses Chips-Ding ist nochmal 1000-mal größer. Ich habe davon gehört, in Amerika soll einfach alles viel größer sein. Aber so groß? Das ist größer als eine Scheibe Brot. Legt man da jetzt Käse drauf? Kann man das noch Snack nennen, wenn das so groß ist? Da. Was passiert hier? Das ist ein Springhörnchen. Oh. Sind das nicht diese Dinge, die die Arme aufmachen und dann können die so fliegen? Das hätte ich gerne als Haustier. Das ist ja richtig süß. Okay, wundert euch nicht. Hier wird anscheinend Rasen gemäht. Hä? Ich glaube, es wird wirklich hier vor dem Fenster Rasen gemäht. Einfach ignorieren. Das ist Sommerfeeling. Ich glaube, der hat einen Traktor dabei. Das ist ja richtig laut. Ich kann ihn sehen. Hallo. Aber man isst ein Eis doch nicht von hinten und mit drei Bissen. Das fühlt sich falsch an. Jetzt weiß ich, was sie mit illegal meinen. Wie man ein Baby dazu bringt, aufhören zu schreien. Was? Man bewirft es mit Toastkäse? Ist man eine schlechte Mutter, wenn man das mal ausprobiert? Bad Mom Alert. Hoffentlich darfst du den Käse jetzt wenigstens essen. Wir beobachten den Rasenmäher. Vielleicht können wir noch was lernen. Es ist übrigens kein Rasenmäher-Roboter. Ein echter Mensch hinter. Rasenmäher-Roboter sind deutlich leiser. Vielleicht sollte ich mir das mal überlegen, ob ich mir so einen zulege. Das kenne ich schon. Ich kenne es auch. Ich habe sogar meine Story gepostet, weil ich das so crazy finde. Ich wusste gar nicht, dass ein Hund solche Geräusche machen kann. Nur mal zur Erklärung. Dem Hund werden hier nicht die Pfoten abgeschnitten, sondern er soll eigentlich nur die Krallen geschnitten bekommen. Das müssen unsere Hunde auch. Da muss man auch immer ein bisschen die Krallen schneiden. Es tut einem Hund nicht weh, die Krallen zu schneiden. Das ist wie, wenn wir uns die Fingernägel schneiden. Tut auch nicht weh. Sarinas Hund neigt auch dazu, so zu übertreiben wie dieser. Nein, Lüge, Lüge, Lüge. Er ist 10 cm vom Fenster entfernt. Sieht er uns? Okay, wenn ich hingucken, sieht er uns auch nicht. Ich entschuldige mich hierfür. Unsere anderen Videos sind nicht so. Alles illegal hier. Okay, allein schon wegen diesem Hund hat es sich gelohnt, dass ihr heute eingeschaltet habt. Sehe ich das richtig? Wir haben hier eine Toilette vor uns und sie mischt Eiswürfel hinein. Vielleicht will sie eine Niere darin aufbewahren. Hä? Sie hat gerade ein ganz Becher Eis dazu. Zwei Becher Eis. Es wird sehr lecker sein, sagt sie. Gummiwürmer. Oh, lecker. Und jetzt? Hey, jetzt kommt, macht sie in den Kasten oben. Irgend Saft und Süßigkeiten. Deckel zu. Ich bin verwirrt. Hat sie jetzt gespült und jetzt kam das unten raus? Was tut sie? Das ist eine Verstopfung. Harten Grades. Nein. Nee. Wissen Sie das? Sie hat das Klo extra dafür gekauft. Bitte? Macht sie das bei allen ihren Partys so? Das ist nicht in Ordnung. Also das ist wirklich nicht in Ordnung. Ich möchte nicht zu ihr zu Besuch kommen. Nein, danke. Euch liebe Robben. Und die Katze sagt, dieses Geräusch war nicht in Ordnung. Und die Robbe geht einfach. Oh.
Boss. Katzen sind über Robben, Katzen sind über Hunden, sowieso. Katzen sind über Pferden, Katzen höher Pferde. Katzen sind die Boss-Tiere. Boss von der Mafia. Oh, das Katzenbaby träumt davon, wie eines Tages ihr Vater ihr Leben fast beendet hat mit einem Garten. Schlauch? Schlauch. Oh. Sie hat einen Schock fürs Leben. Dabei ist sie doch so eine süße Babykatze. Und dann wundert man sich, zum Mafia-Boss aufsteigt. Sie wird so eine richtige Bad Cat. Da hat jemand seinen neuen Wecker aufgenommen. Okay. Kein Kommentar. Ist das eine riesige Zitrone? Oder ein Kürbis? Ich finde, es sieht aus wie ein Kürbis. Aber ich glaube, es ist eine Zitrone. Und die Schale ist einfach mal 5 cm dick. Was macht man damit? Wie sieht dieser Baum aus? Ich denke einfach mal, es ist eine Gesichtsmaske. Aber es sieht schon krass aus. Oder sie hatte welchen dollen Sonnenbrand. Was hat dieser Fisch? Eine Leine? Geht der mit dem Fisch spazieren? Oh, ich dachte, der hat eine Antenne. Man geht doch nicht mit dem Fisch spazieren. Du kannst halt nur durchs Wasser spazieren, du kannst jetzt nicht so zum nächsten Supermarkt gehen. Außer er liegt am Fluss, der nächste Supermarkt. Ja, das probiere ich auch aus. Aber warum gehen manche Autotüren nach oben auf? Das verstehe ich nicht. Ich glaube, das ist, weil die so tief gelegt sind, wenn du die Tür aufmachst und dann ist da der Bordstein mit so gemacht. Ehrlich? Du bist voll clever. Ich habe ja auch so ein Auto. Nee, Spaß habe ich nicht. Weil so Sportwegen so tief sind. Ich finde ja, die können nichts. Ich finde ja ein hochgelegtes Auto cooler als tiefgelegtes Auto. Ich bin auch so mehr Typ LKW. Ja, einfach so eine Leiter, um reinzukommen. Dieses Ei ist größer als die anderen. Viel größer. Vielleicht ist es ein Straußenei. Mal sehen, was drin ist. Ich hab Angst. Will ich das sehen? Noch ein Ei? Ein Ei im Ei? Wie geht denn das? Zwei Zwillinge im Bauch und der eine hat den anderen gegessen. Das habe ich schon mal wo gehört. Hört sich auch illegal an. Nein, das ist doch eine Heizung. Gießt Milch in ihre Heizung? Ich glaube, das muss übel zu stinken beginnen. Warum tut sie das nur für ein TikTok? Ganz schön dumm. Oh, das wird eine Verwandlung, ich weiß schon. Das ist ein riesiger, großer, überdimensional extrem großer Zeh. Mit einem Auge? Nein, das ist doch der Zehennagel. Das ist doch der Mund und das Kinn. Nein, das ist die Runzeln. Weißt du vom Knöchel? Siehst du das nicht? Ich glaube, ich will es nicht erkennen, weil ich Angst habe, Albträume zu bekommen. Yummy. Ein Cookie und Milchschaum. Irgendwas stimmt da nicht. Stimmt's? Habe ich recht? Sind das echte Cookies? Das Knetmasse? Slime. Magic Sand. Ich will's haben. Es sieht auf jeden Fall cool aus. Sie haben wo gegessen. Und jetzt kommt ein kleiner Prank zum Nachtisch. Eine Kakerlake. Ach so. Nee. Sie hat gesagt, diesmal zahle ich. Dann macht sie die Kakerlake auf den Teller und dann sagt sie, oh, da ist eine Kakerlake. Ich bezahle heute nicht. Verstehst du? Zum Kellner? Ja, beim Date so wollten sie so abwechselnd zahlen und sie hat sich einfach rausgesneakt. Wird da gerade Geld gewaschen? Echte Geldscheine? Muss man das mal machen? Die sind schon sehr schmutzig bestimmt. Guck mal diese Brühe an. Und jetzt noch in den Trockner. Oh nein, hoffentlich geht's nicht ein. Danach hast du halt einfach so Playmobil-Money. Es sieht voll gut aus. Es strahlt wieder richtig und wieder duften muss. Lass mal Geld waschen. Sagt man das nicht zu illegalem Geld? Ja. Sollte man sein Geld regelmäßig waschen? Denk nicht. Macaroni. Macaroni und Chicken Shrimp. War das Rasierschaum? War das Käse? War das? Ich denke, wir sollten nicht so lange drüber nachdenken. Jedenfalls war es in seinem Gesicht. Das sind Babyküken. Die sind ja mini klein, so groß wie ein Löffel. Oh, die sind ja echt winzig. So süß. Chiki, chiki. Du, 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 du. Aber hey, nicht essen, ne? Naja, die sitzen in der Schale und der nimmt sie auf den Löffel. Ah, da hat aber jemand sehr großen Hunger. Richtig großen Hunger. Das ist auch für die ganze Familie einfach, um Verpackung zu sparen. Einfach so einmal alles. Alles. Aber das geht doch nicht mehr zu. Nein, es geht nicht zu. Ist das zum Spaghetti-Essen? Nein, es swiped. Auf Tinder? Ich erkläre euch nochmal die Konstruktion, für alle, die es nicht erkennen konnten. Es ist eine Bohrmaschine mit einer Gabel, mit einem Würstchen. Und ein Würstchen wie ein Finger. Und somit swiped es. Ohne, dass er das mit seinem Finger machen muss. Höchstwahrscheinlich in die Richtung, dass er alle Ladies hübsch findet. Nehme ich. Für ihn zählen natürlich die inneren Werte, deswegen muss er laut Foto schon mal bei allen Ja klicken. Das ist es. Das ist wieder so ein Riesenei. Wieso sehen wir eigentlich immer überall Eier? Das ist ein Straußenei. Oder ein Dinosaurierei. Aber das sollte man nicht kochen, sondern ausbrüten. Das sollte man irgendwo hinbringen zu den Forschern. Also Vicky ist auch ein guter Dino-Trainer. Bringt eure Dinosaurier zu Victoria. Ich zähme die. Oh nein. Alles stecken geblieben? Oder holt er sie jetzt raus? Er hat
alle gekriegt? Bester Moment überhaupt. Es war so, dass oben alle stecken geblieben sind und er hat das da runter gekauft. Das hat dann so vorgekommen und dann sind alle runtergeflogen. Bester Moment überhaupt, wenn ich in der Schule 2 bekommen habe. Ich habe mir den ganzen Automaten analysiert und wo können als nächstes 2 rauskommen? Egal, ob das der Riegel war, der mir am wenigsten geschmeckt hat. Wenn ich 2 bekomme, dann nehme ich den. Sparwuchs. Oder einfach noch verfressen. Das ist so unangenehm. Wenn wir ihn reden hören, hört er uns auch? Ja, wenn wir ihn sehen, sieht er uns auch. So sind die Regeln. Mist. Ist dieser Automat umgeworfen worden oder was ist passiert? Da war rohe Gewalt am Spiel. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr einfach unter dem Video auf Abonnieren klickt. Dann verpasst ihr keines unserer weiteren Videos. Und hier ist alles legal. Keine Sorge, legal und kostenlos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.